Leo Zingerle, herzlich willkommen zum Nachschlag nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Erstmal die Eingangsfrage, einen Tag nach dem Spiel. Wie ist dein Eindruck von der Partie gestern? Ja, der Eindruck bleibt relativ schlecht, klar. 3-0 in Köln zu verlieren ist kein gutes Ergebnis, auch nachdem wir uns sehr viel vorgenommen hatten. Und der Eindruck ist auch deswegen einen Tag später immer noch kein guter. Der Knackpunkt vielleicht auch wie bei den Spielen davor oder einer davon war vielleicht das frühe Gegentor in der 9. Minute schon. Hast du vielleicht eine Erklärung, warum das jetzt in den vergangenen Spielen so war, dass es recht früh ein Gegentor gab und was wollt ihr tun, um daran vielleicht auch zu arbeiten? Eine Erklärung so auf Anhieb habe ich jetzt nicht. Ich glaube, gestern hat Köln sehr druckvoll begonnen. Hatten schon die eine oder andere Möglichkeit oder zumindest eine Halbmöglichkeit. Also da standen wir schon ziemlich unter Druck und es war dann irgendwie folgerichtig, dass wir in der Phase das Gegentor kriegen, auch wenn es, glaube ich, dann aus dem Standard passiert. Das ist natürlich denkbar ungünstig, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Es macht die Spiele auch für uns schwierig und es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir ansetzen sollten. Um jetzt nach vorne zu schauen, Klaus hat es auch gestern gesagt, es sind ja noch 26 Spiele und es ist auf jeden Fall noch genug Zeit. Was macht dir vielleicht auch Zuversicht und auch Mut und woran könnt ihr auch vielleicht arbeiten, damit es eben in den nächsten Spielen besser klappt? Ja, klar, das ist natürlich die richtige Aussage von Klaus, das stimmt auch. Die Saison ist schon noch relativ jung, es sind noch wirklich genügend Partien zu absolvieren, genügend Punkte zu holen und die Abstände sind ja jetzt auch noch nicht allzu groß auf dem Nicht-Abstiegsplatz, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es natürlich schon so, dass wir da Mut rausschöpfen und einfach gucken müssen, dass wir in nächster Zeit Spiele gewinnen. Und dann glaube ich, ist es auch schon so ein bisschen, dass wir mit einem Sieg vielleicht auch einfach so ein bisschen Vertrauen zu uns bekommen. Und wenn du dann so einen kleinen Lauf kriegst, dann mal dauerhaft punktest, dann kannst du dich da auch vielleicht ein bisschen absetzen. Die nächste Chance dazu ist ja schon da am Samstag mit dem Heimspiel gegen Düsseldorf, wo es auch zum Wiedersehen kommt mit Bernie Tepetay, der ja letztes Jahr noch hier gespielt hat. Was erwartest du von den 90 Minuten und vielleicht auch konkret vom Gegner? Ich glaube, dass es eigentlich ein ähnliches Spiel wird. Düsseldorf hat jetzt am Wochenende gewonnen. Das heißt, die haben sich da auch ein bisschen Selbstvertrauen erspielt. Und ich glaube, das wird wieder eine enge Partie. Es wird eine umkämpfte Partie werden. Und ich glaube, es wird einfach wichtig, dass wir schaffen, vielleicht mal lange zu Null, die Null zu halten und dann hinten raus unsere Chancen kriegen. Klar, ich glaube, es ist schon so, dass wir nach vorne spielen wollen. Das werden wir auch, denke ich, wieder machen und da unsere Chance suchen. Und ich hoffe dann, dass es dann endlich klappt mit dem ersten Sieg. Dann wünsche ich viel Erfolg dabei und Dankeschön. Danke auch.